Vor einigen Tagen hatte ich hier in einem Video gezeigt, dass der Dollar nach wie vor die unangefochtene Weltleitwährung ist, keine Alternative eigentlich in Sicht ist, der Yuan nicht, auch der Rubel nicht, dementsprechend Putins Angriff auf den Dollar schon ein gewagtes Unternehmen ist, weil es keine andere Alternative gibt, aber vielleicht soll dieser Rohstoffrubel dieser Angriff sein, wir werden sehen. Jetzt will ich heute mal die andere Seite der Medaille zeigen und klar machen, warum wir eine gigantische Blase an der Wall Street haben, wo diese Blase besonders ist, warum diese Blase hat entstehen können und warum sie jetzt gefährdet ist zu platzen. Durch eine Umsteuerung der Geldpolitik durch die Fed gehen wir gleich mal in die Geschichte rein. Hier sehen wir die Haushaltsvermögen in den USA, in der oberen Grafik Trendwachstum und aktuell, wir sehen also, wir sind massiv nach oben geschossen, weil die Aktienmärkte gestiegen sind, weil die Immobilienpreise in den USA gestiegen sind, dementsprechend die Amerikaner auf dem Papier zumindest so wohlhabend wie noch nie, der Fed sei Dank und ihrer ultralaxen Geldpolitik. Unten sehen wir, dass vor allem das Geld in die Finanzmärkte geflossen ist, der Faktor über 6 zwischen Wall Street und Main Street. Also zwischen dem Finanzsektor und den anderen normalwirtschaftlichen Sektoren, wenn man das mal so bezeichnen will. Hier sehen wir jetzt mal, dass das Verhältnis der USA zu den Developed Markets, also wenn man so will, zu den meistens westlichen Märkten plus Japan, auf einem neuen Allzeithoch ist, massiv inzwischen jetzt in die Höhe geschossen ist. Und zwar sind natürlich die USA jetzt aktuell zum Beispiel natürlich weiter weg von diesem Ukraine-Krieg als Europa. Europa viel stärker betroffen. Aber wenn wir jetzt mal auf die nächsten Jahre hinausschauen, dann dürfte es so sein, dass diese Dominanz der Amerikaner in der Form im Mindesten kaum zu halten sein wird, dass da also etwas sich relativieren muss, dass das Band zu stark angespannt ist und wohl zurückschnappen wird. Schauen wir uns mal die größten Firmen nach Marktkapitalisierung an. Nummer 1 Apple, dann Saudi Aramco, dann kommen nur amerikanische Firmen. Nummer 10 dann TSMC aus Taiwan. Das heißt, wir haben von den größten 10 Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung lediglich 2, die nicht aus den USA kommen. Und Saudi-Arabien ist jetzt auch nicht das Land, wo man vermuten würde, dass da normal große Firmen herkommen. Aber das ist eben eine Staatsfirma. Und TSMC ist Semiconductor, also strategisch sehr wichtig. Hier sehen wir das nochmal in einer anderen Grafik. Largest Companies in the World in 2020. Hier sehen wir sozusagen USA, Europa relativ unbedeutend, Asien deutlich kleiner als die USA, was die Marktkapitalisierung betrifft, aber der eurasische Kontinent, also Europa plus Asien ist gigantisch, ist ein riesiges Land, massiv sozusagen mit Milliarden von Menschen. Dagegen sind die USA oder das, was da der Fall ist, natürlich winzig eigentlich, die USA mit über 300 Millionen. Das ist international gesehen, wenn man jetzt mal in solchen geostrategischen Räumen denkt, eigentlich gar nichts. Dennoch sind derzeit etwa knapp die Hälfte an Bewertungen sind amerikanisch mithin, also macht das, machen die Aktienmärkte in den USA, die an der Börse notiert sind, knapp die Hälfte der ganzen Welt aus. Dann kommt lange gar nichts. China ist da noch mit 9% vor Japan in irgendeiner Form erwähnenswert. Deutschland werden Sie hier kaum finden, so klein ist die Marktkapitalisierung der deutschen Unternehmen in der Summe. Also wir sehen diese massive Dominanz. Hier sehen wir mal eine Forecast, eine Prognose der Credit Suisse, wie das denn weitergehen könnte bis zum Jahr 2030. Im Jahr 2030 sieht die Credit Suisse die USA bei 35%. Wir sind aktuell also bei 44%, dürften da also auf 35% fallen und China 19%. Das ist natürlich die Prämisse, dass China weiter wächst, dass vor allem die Unternehmen weiter wachsen, aber wir haben gesehen, dass bei den großen Firmen, den großen chinesischen Tech-Firmen wie Alibaba, wie Tencent, die Führung da eingeschritten ist und faktisch Marktkapitalisierung massiv vernichtet hat, auch heute Nacht wieder bei den chinesischen Tech-Werten durch neue Regularien, durch neue Gängelungen, könnte man sagen, aus Peking Verluste.
Also das setzt voraus, dass es da einen anderen Player gibt, der den USA praktisch hier Marktanteile wegnimmt. Und ob das China sein wird, das ist nochmal in Frage zu stellen. Hier sehen wir jetzt, dass die Gewinne der US-Unternehmen natürlich sehr stark auch abhängig sind von dieser Nullzinspolitik, die wir lange gesehen hatten. Michael Kantrowitz weist darauf hin, dass das, was jetzt kommt, wenn die Zinsen steigen, auch für die Unternehmensgewinne nicht gerade ein schönes Bild ist. Und Andreas Deno Larsen sagt zu Recht, die Fed wird jetzt so lange die Zinsen anheben, bis something breaks, bis etwas kaputt geht, etwas sozusagen zerplatzt. Jetzt muss man einfach nur darauf warten, bis es bricht. Das wird wahrscheinlich schneller passieren, als die meisten Leute denken, so Andreas Deno Larsen. Und jetzt eine neue Untersuchung eines sogenannten Quant-Gurus, also die sozusagen Computermodelle benutzen, und die sagen, also wenn die Fed jetzt weitermacht, so wie gesagt im FOMC-Protokoll mit der Bilanzreduzierung, dann würde dieses Brechen, dieser Knall sozusagen schon kommen, wenn die Fed die Zinsen auf 1% anheben würde, eben in Kombination mit dieser giftigen Bilanzreduzierung, die die Märkte nicht wirklich mögen. Und er sagt selber bei dieser Untersuchung, das sei schockierend. Hier unten sehen wir mal, dass die Aktienmärkte, die Fed Fund Futures, die Zinsmärkte etc. 9 Zinsanhebungen einpreisen, 0,25%, ob in einem Schritt mal mit 0,5, also praktisch dann 2 Zinsanhebungen auf einen Schlag, sei mal dahingestellt, und dass man dann 3 Zinssenkungen machen wird ab 2023 mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Also die Märkte sagen doch, die Fed wird weitergehen. Gestern hat James Ballard gesagt, wir müssen die Zinsen mindestens bis 3 bis 3,5% anheben bei gleichzeitiger Bilanzreduzierung, und das wäre dann ein ziemlicher Schock. Und jetzt ist es so, dass der Dollar natürlich vieles ermöglicht hat. Das hat mein Kollege Hannes Zipfel in diesem Artikel Rohstoffe gegen Rubel, was das für die Weltleitwährung US-Dollar bedeuten würde, gezeigt. Die Amerikaner, Zitat hier von Hannes, die haben der Welt die Privilegien einer Weltleitwährung vorgelebt, indem sie seit Jahrzehnten als größter Nettoschuldner des Planeten und mit einem gigantischen Handelsbilanzdefizit auf Rekordhoch weit über ihre Verhältnisse leben und ihren Lebensstandard zu großen Teilen aus der Notenpresse finanzieren, ohne dass der US-Dollar kollabiert. Absolutely right. Die Amerikaner leben deutlich über ihre Verhältnisse, eben auch durch die Militärmacht, aber vor allem auch durch den Dollar. Jetzt gucken wir uns mal an, oder wir haben uns angesehen, Aktienmärkte, massiv natürlich nach oben gegangen durch die Liquidität der Fed. Aber fast wichtiger noch sind die Immobilienmärkte. Hier sehen wir mal die Preissteigerungen am US-Immobilienmarkt. Vor der Finanzkrise waren wir in der Spitze so bei 13%. 2006 war der Hochpunkt der Hauspreise in den USA, bevor das Ganze dann kollabierte, auch mit massiven Preiseinbrüchen. Und jetzt sehen wir, dass wir fast bei 20% Steigerungen sind seit eben Corona-Crash und dann der Intervention der Fed. Also wir sind hier mit deutlich größeren Steigerungen bei den Immobilienpreisen am Start. Und schon bei der ersten Immobilienblase, jetzt haben wir die zweite US-Immobilienblase, bei der ersten Immobilienblase sehen wir, dass diese Hauspreisanstiege, hier dieser rote Chart in der unteren Grafik, nicht mehr korrespondiert in irgendeiner Form auch mit dem Wachstum der Bevölkerung oder mit irgendwelchen Trendparametern insgesamt. Da sagen wir, wie massiv das überspannt war. Jetzt ist es mindestens ebenso entspannt. Und wenn Sie sich jetzt mal hier die Preisentwicklung anschauen, der durchschnittlichen US-Immobilie, dann waren wir 2006 bei knapp über $300.000 durchschnittlich für eine US-Immobilie. Jetzt sind wir bei fast 500.000. Wir sind also um mehr als 50% gestiegen seit dem Hoch der Immobilienblase in den USA. Dann gab es ja kurz einen Rücksetzer, aber jetzt sind die Preise so massiv gestiegen. Das heißt, hier ist die Achillesferse der Amerikaner, hier. Und wir sehen das schon bei den US-Immobilienaktien, die nicht gut laufen, die nach unten tendieren schon, die Mortgage Rates steigen, also die Hypothekenzinsen steigen, die Leistbarkeit wird immer schwieriger, die Kredite werden immer teurer. Gleichzeitig haben die Amerikaner eben ihre Immobilie beliehen, weil diese Preissteigerungen, die Wertsteigerungen ihrer Häuser dann dazu geführt haben, dass sie der Bank gesagt haben, gibst du mir mehr Kredit, weil die Sicherheit ist ja größer jetzt durch die gestiegenen Immobilienpreise. Und wenn das Ganze nach unten geht durch eine Fed-Politik, dann rumpelt es aber ganz gewaltig. Schauen wir uns jetzt mal an, dass das nicht nur in den USA ist.
Wir haben Immobilienblasen, wunderbare, etwa in Sydney, in Singapur. Hier sehen wir, dass die Preise bereits in den teuersten Städten beginnen zu fallen. Wir sehen jetzt auch Warnungen vor einer Kreditklemme hierzulande, also in Deutschland. Die Zinsen für Baugeld steigen nun mit Inflation und Ukraine-Krieg kräftig an. Viele Häuslebauer, die knapp kalkulieren müssen, könnten nun Probleme bekommen. Dazu kommen exorbitante Energiepreise. Ökonomen warnen nun vor einer gesamtwirtschaftlichen Kreditklemme. Und hinzu kommt, dass die Baupreise weiter steigen, eben wegen Material, wegen den Handwerkern, wegen den Lieferengpässen etc. Baupreise in Deutschland zeigen aktuell einen dramatischen Anstieg. Da ist auch vor allem die Baustoffknappheit ein großes Problem. Ganz frische Daten, Infomaterialmangel in der Baubranche wieder deutlich zugenommen. Preiserwartungen in der Baubranche deutlich zugenommen. Ein Freund von mir, der ist im Bereich einer großen Bank für die Kreditvergabe im Immobiliensektor, im gewerblichen Immobiliensektor zuständig. Also da sind dann Firmen, die Projektentwickler, die dann ganze Hauskomplexe bauen. Und er sagt, wir vergeben derzeit praktisch gar keinen Kredit mehr. Warum? Weil wir praktisch auch schon am Ende sind mit unserem Eigenkapital. Es gab ja hier neue Anforderungen jetzt durch die BaFin. Und da ist also eine massive Risikoaversion hier zu beobachten. Ob die Preise fallen, sagt er, kann ich mir kaum vorstellen, weil die Baupreise weiter steigen. Er sagt, durch diese ganzen ESG-Vorschriften, durch diese wunderbaren Nachhaltigkeitsvorschriften, dürften die Baupreise in den nächsten 1 bis 2 Jahren nochmal 30 bis 40% weiter steigen. Also es ist so, sagt er, dass praktisch immer weniger gebaut werden wird jetzt, weil es nicht mehr darstellbar ist durch die Preise und weil die Banken keinen Kredit mehr geben, weil das alles keinen Sinn mehr macht. Jetzt kommt eben dieser Faktor Inflation hinzu. Hier sehen wir, dass eine Inflation dass eine Rezession meistens kurz nach einer Inflation folgt. Wir sehen hier unten, wenn die Inflation zu stark steigt, dann kommt eine Rezession. Deswegen entscheidet sich die Fed, okay, dann versuchen wir wenigstens die Inflation schon in den Griff zu kriegen, wenn wir die Rezession nicht verhindern können. Aber selbst am Beginn einer Rezession steigen die Preise nochmal weiter, wie wir hier oben sehen. Und wenn wir uns jetzt mal dem aktuellen Marktgeschehen zuwenden, dann haben wir gestern gesehen, dass der S&P wieder gestiegen ist, also der Leitindex, und aber die Junk Bonds nicht steigen. Das ist sozusagen neben dem Immobilienmarkt die zweite große Achillesferse der Amerikaner. Die haben ja wahnsinnig viele Unternehmensanleihen draußen, viele Junkbonds, also Unternehmen, die zweifelhaft sind, ob die überhaupt überleben. Und hier sehen wir, dass beim HYG keinerlei Erholung stattgefunden hat jetzt in den letzten Tagen. Wir sehen übergeordnet an der NYSE, also praktisch die Aktien, die an der New Yorker Börse notiert sind, tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Oben sehen wir die Advanced Decline Linie, also immer ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, was die Marktbreite betrifft. Es sind nach wie vor die Dickfische, die das Ganze halten. Dennoch könnten wir im Nasdaq Composite hier vielleicht eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation sehen. Also kurzfristig durchaus vielleicht sogar nochmal steigende Märkte. Wir werden sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass viele Marktindikatoren richtig hier nach unten deuten, etwa globale Semiconductor-Aktien, Small Caps, Transportaktien, auch darüber hatte ich berichtet, Finanzaktien, die schlecht laufen. Kommen wir jetzt nochmal zu China, anderes großes, wichtiges Thema. Neuer Rekord wieder in Shanghai, 20.000 neue Fälle. Container jetzt stapeln sich vor der Küste sozusagen. Der Hafen kriegt immer mehr Probleme, weil die Logistik um den Hafen herum gar nicht mehr funktioniert. Shanghai jetzt also mit dem 6. Tag in Folge mit neuen Rekordzahlen. Jetzt sind Militäreinheiten nach Shanghai verlegt worden. Hier sehen wir ein Bild, das das nochmal zeigt. Warum? Weil die Bevölkerung aufmuckt, denn es ist so, dass die Bevölkerung ja durch die Behörden versorgt wird. Also da sind wirklich Behörden scheinbar einigermaßen in der Lage, 25 Millionen Menschen zu versorgen. Wenn sie bei den deutschen Behörden das mal sagen würden, versorgt mal Hamburg bitte die ganze Stadt mit den Nahrungsmitteln, dann hätten wir hier mehrere hunderttausend Tote, weil das einfach nicht hinbekommen wird durch die deutsche Lahmarschbürokratie. Also das ist zumindest eine Leistung, aber es ist ein völlig irrer Gedanke, der da passiert. Eine Ideologie, die hier sozusagen behauptet, wir haben die Kontrolle. Es ist letztendlich auch ein Eingeständnis, dass diese ganze Impfgeschichte in China durch diesen Impfstoff gar nicht funktioniert, dass man letztendlich hier eine Ideologie reitet, die nicht funktioniert. Jetzt
Wie gesagt, scheint das Militär schon einige Stadtteile regelrecht zu kontrollieren, da zu patrouillieren. Und das sind wirklich scharfe Entwicklungen. Und darüber hatten wir, ich hatte das gestern im Markeflüster schon empfohlen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen selten, das müssen Sie lesen, weil das ist etwas, was Sie woanders nicht bekommen. Dieser Artikel, Shanghai, der Lockdown als Offenbarungseid von Xi Jinping, ist von jemand, der in Shanghai lebt, seit Jahren, der das Geschehen verfolgt, der weiß, was innenpolitisch da abläuft, wie die Leute reagieren. Das ist der umfassendste Blick, den Sie in den ganzen deutschen Medien werden finden können, über das, was sich da zusammenbraut. Hochinteressant, unter dem Video verlinkt. Und auch nochmal, wenn Sie sich für Baupreise interessieren, wie krass die Preise in einzelnen Sektoren angestiegen sind, dann ist das der zweite Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke und sage jetzt erst einmal Servus und ciao.